Ja, Okay, ja, also gut, eingeschalten. bricht euch mal eine zusammen. Es hat halt wieder ein wenig gedauert, aber wir haben im Moment sehr viel Arbeit mit unserem Walnussbaum. Zwar ist dies ja so, das sind von dem Walnussbaum bestimmt, also 90, 95% sind eigentlich alles nur schwarze Nüsse. So, das einzig Gute ist, er hat wesentlich mehr Ertrag als voriges Jahr. Dies Jahr sind sie aber schwarz, mehr schwarz. Ja. So, vor 2 Jahren waren sie auch schwarz, da war es aber so, da ging diese Schale, die konnte man ganz einfach trotzdem noch runter machen. Dies Jahr haben wir das Problem, wenn man mal schaut, warte mal. Warte, ich komm schon. Ich komm Dies schon. Jahr ist einfach so, das ist einfach die Schale, die ist einfach komplett ausgetrocknet. Wir wissen nicht warum. Ich vermute mal, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass dies ja einfach zu viel Wasser war, beziehungsweise, wie ich schon zu meiner Frau gesagt habe, wir wissen nicht, was uns da jetzt luftmäßig von der Ukraine herkommt, vielleicht. Wir wissen es nicht. Was da für Dreck runtergekommen ist. Genau. Dann haben wir natürlich auch solche dabei, wenn ihr mal schaut. Die sind natürlich jetzt wesentlich einfacher. Da kann man natürlich. Das geht rucki zucki weg und schon ist die Nuss frei. Solche haben wir natürlich jetzt auch. Schau da mal. Ne? Genau. Geht eigentlich relativ Ja. einfach. So, ja, seht ihr? Ne, das geht eigentlich relativ einfach. So, jetzt wenn ihr da reinschaut, schaut da mal rein. Das sind jetzt viele, die ich schon gemacht habe. Aber es sind immer noch Schwarze drinne. Da ist. Naja. Ne? So, Etzela. Haben wir noch? Schau da mal. Wie gesagt, das sind die, die habe ich jetzt nochmal schon für uns zurecht gemacht. Und zwar habe ich das so gemacht, Die die habe sind ich schön. mal. Wir haben da hinten haben wir so ein schönes großes Fass. Da habe ich die mal so einen halben Tag eingeweicht. Dann habe ich die abtropfen lassen und bin dann am nächsten Tag, bin ich dann an die, wisst ihr, da gibt es auch diese Autoselbstwaschanlagen. Ne? Da habe ich es dann mit dem Dampfstrahler habe ich es dann gemacht. Relativ sauber sind es gange, das passt so. Ne? Aber die anderen, die wir jetzt da haben, also die verschenken wir, weil die Arbeit machen wir nicht, weil so viele Nüsse brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt schaue, wir haben jetzt eins, zwei, also sagen wir mal Da zwei von den vorne. Körbe, einen so einen Korb haben wir schon verschenkt. Ja. Und wenn ich da mal aufschaue, wenn ich so alles anschaue, Ja. dann Es da ist. ist bestimmt noch einmal die Hälfte so viel drauf. Also die Hälfte bestimmt noch. Ne? Seht ihr ja, wenn ich jetzt daher gehe, Moment. ne, da habe ich jetzt mal den Rasen, habe ich mal Jetzt habe bloß. ich dich aber nicht erwischt beim Arbeiten. Ja, naja, das ist ja wurscht, ne? Nein, das ist Ne? nicht wurscht. Wenn ich jetzt schaue, da habe ich jetzt mal die Hälfte oder beziehungsweise drei Viertel von dem Rasen nochmal abgemacht. Ne, die sind alle lauter so schwarze sind da drinnen. Seht ihr das da? Du hast jetzt wieder eine dabei, die geht relativ schön weg. Das passt. Die da wird wahrscheinlich auch relativ leicht weggehen. Gut, ist da noch schwarz, aber die Schale geht weg. Bei der ist es wieder so, dass die Schale Probleme macht. Ne? Aber die werden wir auch noch, und dann fallen natürlich auch solche runter, unsere ganz kleinen. Ob die natürlich was sind, wissen wir nicht, wir werden es ausprobieren. Wie gesagt, ich werde das Ganze dann auch noch einmal dann Ja. jetzt für heute mal abkehren, also mit dem Rechen alles wegmachen. Ja, wäre schön, wenn du schon anfangen hast. Ja, na logisch, das mache ich jetzt. Genau. Ne? Und So, ich muss aus der Sonne gehen. ja. Jetzt. Dann schauen wir mal, was da noch rauskommt. Es ist klar, das ist ein Haufen Arbeit, das zu machen. Aber gut, es kostet nichts. Der Ertrag ist Ne? gut. Der Ertrag ist Wir gut. können viel damit Ja, ne? machen. Ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Wie gesagt, dies Jahr, wir haben beim Lidl mal geschaut, da liegt das Kilo bei Genau. 2700. Genau. Entweder haben sie voriges Jahr nicht so viel verkauft und sind auf ihrem Zeug hängen geblieben. Oder vielleicht war auch dies Jahr der Ertrag
wesentlich besser, ja. Weil wir sehen es bei uns und da haben wir also mehr. Sag mal, was die letztes Jahr gekostet haben. Sorry, ja, letztes Jahr waren sie bei 3,7, 3,8, ja. bis über 5.000. Ne? Mhm. Und das glaube ich nicht, dass die Ungarn die dann gekauft haben. Also ich vermute mal, dass es um einen Preis ging, vermute ich einmal. Ja, ne? Ne? Und dieses Jahr haben wir eben beim ersten Mal jetzt geschaut, 2.700, weil es mich interessiert hat. Ja. Ne? Und so niedrig ist der Preis schon lange nicht mehr gewesen, wie jetzt. Ne? Ja. Gut, so. Erstens mal, jetzt hat der Lutz gesprochen, ich muss mich ja zumindest, hallo Leute, ich bin auch da, ich bin heute die Filmemacherin. Genau. Ne? Weil immer so viele sagen, die Quatschtimmerei. Ich sag, ja, na gut, da machen wir mal so. Siehst du, er quatscht jetzt auch wieder rein. Haben wir gesagt, okay, machen wir mal so. Ja. Ich filme, ich versuche mein Bestes und der Lutz darf mal reden über seinen Walnussbaum. Wir werden auch das jetzt dieses Jahr, werden wir zum Beispiel diese, ich komme ja nicht mehr in die Garage rein. Ja. Wir werden auch dieses Jahr diese ganzen Äste, Moment, was da rumhängt, ich muss ein wenig nach hinten. Wir müssen also richtig da schneiden. Da werden wir mal richtig stutzen. Ja, und schaut euch das immer an. Da kommen wir mal an, man kann nicht mehr richtig den Rasen. Genau, das ist alles so tief, der geht ja bis runter. Ne? Und das werden wir dieses Jahr, werden wir das alles einmal stutzen, das Zeug. Wieder in der Sonne. Oder beziehungsweise nächstes Jahr mal schauen. Ne? Erst wenn er komplett ab das Grünzeug weg ist, dann werden wir das machen. Ne? Das ist ja dieses. Und blättermäßig, schau da mal her. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon wieder alles gesammelt. Und das sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Säcke schon wieder. 5 Säcke. Ne? Und da schaut und da euch schaut mal den Baum an, was da oben hängt. Wie der ausschaut. Ne? Der ist noch gerammelt voll. Ja. Gerammelt voll. Ne? Naja, und hoppala. Das war's eigentlich. Ihr wisst ja, wie es im Herbst ausschaut. Ne? Der Garten ist leer. Ja, ne? Und wenn er jetzt, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht am Video, da oben zum Beispiel, da hängt jetzt auch so ein Nest. Da sind jetzt die Hälfte na, davon. Na, da komme ich nicht hin, na, weil da, die Sonne kann man so nicht. Alt ja, ja, genau, ist. Ne? Das geht nicht. Da sind jetzt auch so ein Nest. Da sind jetzt die, da sind jetzt 5 Stück. Und davon sind 3 Stück, die sind halb offen. Die fallen aber nicht runter, weil die Schale schon angetrocknet ist. Ne? Und die anderen 2 Stück, die sind schon wieder, schwarz und trocken. Ja, und das sind mehrere so Sachen, wenn man so schaut. Aber gut, müssen wir halt damit leben. Ne? Und wie gesagt, den Rest da, den werden wir verschenken, weil es reicht uns, was wir da haben. Ja, das ist uns viel zu viel. Ne? Wenn ihr was wollt, schreibt uns über E-Mail-Adresse. Wenn ihr in der Nähe wollt, dann holt euch das Zeug ab. Wer halt in der Nähe ist. Genau, wer halt in der Nähe ist. Und fertig. Also die Nüsse waren letztes Jahr, obwohl, gut, da waren nicht so viel Schwarze, vor 2 Jahren war es. Ja, die Nüsse sind gut. Ja, sind gut, ja. Ich habe sie ja alle aufgemacht und alle geknackt. Ja. Und da, wo schwarz drin war, die kann man ja dann entsorgen. Ne? Genau. Ne? Gibt natürlich auch ein paar, wo ich schon gemerkt habe, wenn ich welche sauber gemacht habe, dass dann oben der Knubbel da, da ist natürlich schon ein Loch drin, die kann man natürlich gleich wegschmeißen, weil dann weiß man, ist nichts. Aber die meisten oder beziehungsweise ich sage mal 90-95% sind gut, die sind zu. Jo. Ne? Wie gesagt, wenn ihr es reinigen wollt, macht so, das ist für mich die einfachste Art gewesen, einweichen an halben Tag. Irgendwo an so einer Selbstwaschanlage vom Auto hinfahren, Dampfstrahler nehme, Kiste und gib ihn. Und fertig. Und sauber waren's. Ne? So, und dann machen wir jetzt einmal Schluss für heute. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Genau, ja. Weil, seht ihr ja, es ist Samstagnachmittag, 16:30. Wetter ist wunderschön, wir sind kurzärmlich. Ja. Morgen soll es noch schön sein. Und außerdem, wir waren diese Woche wieder beim Friseur. Ja, genau. Ja, das sehe ich da bloß bei ihm. Aber rasiert bin ich nicht. Ne? Das seht ihr ja nur bei ihm, ne? Weil aber ich bin ja nicht. Aber ich bereite mich schon auf die Weihnachtszeit vor. Ne? Ja, weil ja. Man nennt mich hier auch den Nikolaus mit meinem Bart. Nikolas. Genau. Der Nikolas. Lutz Nikolas. Genau. Ja. Ne? So, und dann, okay, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir danken euch. Vor allem, wir
Wir danken unsere 2800 Abonnenten. 10. Ich weiß nicht, ob es noch 10 sind, ob nicht wieder Anna was schon oder YouTube macht. Aber 2800 sind es auf jeden Fall. Ne? Und da danken wir mal schön. Ne? Freut uns, dass ihr uns anschaut. Ne? Das drehen wir mal kurz um. Ich möchte mich auch bedanken. Okay, drehen wir mal um. Moment, gib mir's. Ja. So, warte. So, bitteschön. Oh, geht da musst du mal, ja, genau, dass die Sonne raus. Nicht, genau. So, etzala. Ich will mich ja nur mal kurz zeigen, damit ich mich auch bedanken kann. Mensch, mir tun die Arme weh, so viel wie der geredet hat. Ne? Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.